Leute, wir sind zurück. The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Im letzten Part sind wir hier bei der bei irgendeiner komischen Wurzel stehen geblieben, die er mir nicht anzeigen will, weil unsere aktuelle Position leider abweicht. Bei der Takaruk-Wurzel. Und wir haben verschiedene Gebiete markiert, wo wir hin wollten. Das werden wir jetzt auch tun. Wir sind, wie gesagt, immer noch am Sonanium sammeln. Wir sind aber bald fertig mit dieser Scheiße und dann, dann fangen wir endlich an mit dem ganzen, geilen Kram. Oben nämlich Krogs sammeln und, Schreine, sammeln. Und wenn wir das dann haben, dann können wir endlich die Story machen. Da freue ich mich drauf. So, jetzt aber, wir wollten da hinten hin, ne? Genau, da oben fliegt der auch schon rum. Den werden wir einfach töten und dann passt das. So, einmal mit dem Motorrad da hoch. Und abspringen und dann mit einem gezielten Schuss einfach wegrasieren. Das war's. Und unser Motorrad, ich hoffe, unser Motorrad hat überlebt, ne? Ich hoffe es sehr. So, hier haben wir unseren ersten großen Sonau-Energiekristall. Es fehlt uns echt nicht mehr viel, ne? Noch fast 1100. Wir haben jetzt um und bei die Hälfte. Also wie gesagt, noch ein bisschen mehr. Wegen großen Sonau-Energiekristallen und sowas. Aber trotzdem. So, hoffen wir mal, dass der überlebt hat, unser... Ich sehe aber höchstwahrscheinlich nicht, ne? Es hat überlebt. Nice. Finde ich gut. Hoch mit uns. Yeah, los geht's. Nice. Ich hätte nicht gedacht, dass unser Motorrad das überlebt, aber er hat es. Bin ich glücklich drüber. Das kannst du mal schön vergessen, Alter. So, der ist dead. Sonst noch irgendein? Ja. Wow! Das war sehr knapp. Ich habe nicht auf unsere Ausdauer geachtet. Das war tatsächlich schlecht, Alter. Ja. Oh, nice. Er möchte es wissen, ne? Nein. Rüber hier. Sowas nehmen wir. Wir nehmen unser kleines Ding. Das macht am wenigsten Schaden. Wir haben hier natürlich wieder mal einen silbernen Moblin, ne? So, na komm her. Oh, scheiße. Hinter uns ist einer, ne? Er ist tot. Easy. Das kannst du schön vergessen, Alter. Tja, leider ist uns aber wieder etwas, ein Schwert davon kaputt gegangen. So, und die Holz... Dinger. Oh, nice. Ach, Waffentasche ist voll. Ach, das ist noch gar nicht kaputt. Okay. So, einmal großes Sonanium. Und ich, genau das meine ich. Wir haben noch 400 Sonanium frei. Das heißt, so viel fehlt uns gar nicht mehr. Plus, das wäre ja auch noch, das dürft ihr nicht vergessen... die kleinen Sonanium-Dinger einsetzen können. Die geben uns auch immer 30 Sonau-Energiekristalle. Das heißt, da kriegen wir auch bestimmt nochmal 200. Nein, rutsch nicht runter, Brudi. So, geht doch. Alter, dreimal ein großes Sonanium hier schon gekriegt. Das ist sehr gut.
Ich liebe es, wie sich das in diesem Part im Moment entwickelt. Wir kommen gut voran. Der ist stärker als den, den wir haben gerade. Danke. Sogar viel stärker. Aha. Der Felsbrockenhammer ist stärker als das, was wir gerade haben. Das ist mir klar. Wir müssen auch unbedingt mal was essen. Haben wir hier was Kleines? Irgendwas Kleines, was uns auffüllt? Nee, leider nicht. Ich will aber auch nicht mehr zu viele Äpfel verbrauchen. Können wir irgendwas anderes essen? Wir müssen unbedingt an die Oberfläche, ne? Das ist ganz wichtig. Das ist das Einzige, was wir im Moment essen können. Riesenleuchtsamen, die bringen uns leider gar nichts mehr, da wir alles schon erhellt haben. Die Donnerblume nehmen wir gerne nochmal mit. Das ist nur der Exhalbogen, aber irgendwo war doch noch einer, den ich runtergeschossen habe, oder? Muss ja hier gewesen sein, irgendwo. Genau, da unten liegt das Zeug. Sehr gut. So, bevor wir gleich wieder zu unserem Schiff zurückkehren, will ich erstmal dahin. Hast du irgendein... Du hast tatsächlich eine gute Sache. Danke, Brudi. So, und dann rüsten wir den auch gleich auf. Mit was Gutem. Einfach 54. Nice. Sehr gut. Das finde ich gut. So, dann wieder auf unser Schiff und weg hier. Ja, auf unser Motorrad. Und tschüss. Das ist so dumm, ne? Ich hasse es so sehr. Das ist so nervig. Ja, Link, komm, mach. Wir verschwenden hier nur Zeit für gar nichts. So, jetzt aber, ne? Ja. Hoch mit dir, komm. Easy. Los geht's. Wir müssen weiter in die Richtung. Sollen wir den da unten besiegen? Weil das ist immer ein Bossgegner. Da kriegen wir auf jeden Fall einen großen Sonau-Energiekristall. Ja, wir sollten den auf jeden Fall killen. Weil warum sollten wir den nicht mitnehmen, wenn wir schon hier sind? Erstmal gucken. Ha! Nice, Beta-Block-Konstrukt, ist mir egal. So, einmal Ultrahand. Dankeschön, Brudi. Los geht's. Sehr geil, fast tot. Easy. Kannst du schön vergessen, Alter. Los geht's. Und das war's. Easy. Hier haben wir so ein Doppelteil, ne? Können wir damit irgendwas Geiles machen? Das ist ja scheißegal, wir brauchen das eh nicht. Das ist sehr geil. So können wir den Holzblock wenigstens noch zum Kämpfen benutzen. An der, Dingens, an der Haltbarkeit wird das zwar nichts ändern, aber Wayne einfach. Fucking Wayne, Alter. So, wir... Achso, ich sollte vielleicht auch mal hier das Ding... Ja? So, genau, wir können hier noch einen zweiten Bossgegner machen. Das gibt uns auch nochmal einen großen Sonau-Energiekristall. So, und im nächsten Part werden wir dann erstmal einkaufen gehen. Wir werden alles an Sonau-Energiekristallen kaufen, was wir haben. Und gucken, wie viel wir dann noch insgesamt farmen müssen. Bis wir die Batterieleiste dann voll haben.
Danke, Link. Danke. Ist gut, dass du jetzt nicht mehr auf das, da nicht mehr rauf willst. Ist echt geil von dir. So, los geht's. Das war hier oben irgendwo, ne? Ja. Den haben wir nicht besiegt, meine ich. Genau. Weil das so ein Obsidian-Spasti ist. Oh, Kacke! Runter! Oh, shit! Nein! Nehmen wir das hier. Das wirkt besser. Vergiss es, Alter. Keine Chance. Kriege ich ihn? Yes! So, das sollte es dann aber auch gleich gewesen sein. Wir brauchen unbedingt neue Waffen, ne? Das war's. Easy. Tja. Leider müssen wir anscheinend jetzt nochmal ein Herz opfern, wenn wir an das ganze Sonanium rankommen wollen. Ja, aber klar, natürlich. Tja, was machen wir jetzt? Ich würde ungerne Waffen opfern für das Holz. Dann müssen wir hier einmal markieren, weil wir hier dann gleich wiederkommen müssen und müssen uns eine Waffe suchen. So, aber erstmal, wir müssen leider was essen. Ja, das ist das Einzige, was wir haben. So, dann lasst uns mal jetzt nach einer Waffe Ausschau halten. Da unten könnte ich... Ach nee, das haben wir ja gerade bekämpft. Ne, da wird nichts mehr liegen. Oh, ein Drache. Geil, Alter. Da fliegt er. Nee, genau, das ist alles schon despawned. Shit. Lustigerweise hat das Schwert halt wirklich nicht lange gehalten, ne? Das war richtig bitter. Und da das so ist, werden wir das wohl liegen lassen müssen. Weil, wie gesagt, ich opfer hier nicht unsere Waffen. Nur um da dann Sonanium abzufarmen. Den da unten haben wir die Waffe. Da unten könnte noch was sein. Da müssen wir zwar gleich nochmal hoch, aber das ist mir egal. Ja, der Reisezweihänder ist sogar perfekt. Na komm. So, schön. Hoch mit uns.
Boah, ich freue mich wirklich, wenn ich mit euch die Scheiße hier durch habe, Alter. Dann haben wir zwar noch einige Quests zu erledigen, aber das kriegen wir hin. So, und jetzt hoch. Jetzt müssen wir nur noch irgendeinen Stein finden. Ich meine, ich hatte vorhin einen großen gesehen. Das geht auch erstmal. Sehr gut. So, dann gehen wir schnell zum Sonanium da hinten und farmen das ab, damit wir weiterkommen. Welcher Drache ist das? Nydra. Was haben wir denn von Nydra? Wir haben auf jeden Fall Schuppen. Farodra Zahn haben wir. Drachensteine haben wir. Aber sonst haben wir nichts von denen, ne? Nee. Entweder ein Zahn oder eine Kralle sollten wir uns gleich, wenn wir es schaffen, noch von dem holen. Wenigstens ein großes Sonanium, sehr gut. Fehlen nur noch 10, dann können wir nochmal 100, uns 100 holen. Wir müssen eh in die Richtung Lel, sehr gut. Ja, wir müssen eh außenrum. Dann versuchen wir uns doch eine der Krallen anzueignen, warum nicht? Oh, es ist extrem kalt in der Nähe von Nydra, stimmt. Und da ist noch so ein Beta-Block-Konstrukt, das könnten wir theoretisch auch gleich fertig machen. Nein! Ja, ouch. Und wir können leider nicht sehen, wo das Teil hingeflogen ist, ne? Doch, können wir. Sehr gut. Nydra-Klaue. Wertvoll und einst eiskalt. An einer Waffe befestigt, erhöht sie die Angriffskraft erheblich. Die Klaue lässt sich als Kochzutat verwenden und eignet sich auch zum Verkauf in Läden. Ja, das heißt für mich nachher gleich schön wieder eine Fee-Farm. Finde ich gut. Nervt mich richtig hart. Erstmal brauchen wir jetzt leider Leben. Aber damit haben wir eine Nydra-Klaue. Und stellt euch jetzt mal das Farmen vor mit diesen. Das ist so furchtbar. Jetzt müsstet ihr theoretisch 10 Minuten warten, um euch das nächste Ding zu farmen. Und der macht das mal für eine Rüstung, wenn ihr 8 Klauen oder sowas braucht. Dann seid ihr eine gute Stunde dabei. Und deswegen ist das geil, wenn es einen Duplication-Glitch gibt. Weil das Farmen ist einfach furchtbar. Okay, let's go. Sehr gut. Damit war es das auch gleich schon. Easy. Spiegel! Dieses Donaubauteil bündelt und reflektiert Licht. Der kraftvolle Lichtstrahl, den es aussendet, reicht sehr weit und soll Monster vertreiben können. Und ich sag euch gleich mal was dazu. Diese ganzen Sonau-Bauteile sind useless, weil selbst wenn ihr das an einem Schild befestigt, dieser Spiegel,
Kostet euch Energie, also von eurem Schild. Ich weiß, das klingt jetzt so, als würde ich das, als wäre das ein Witz, aber ist es nicht. Kacke. So, wir nehmen das Teil erstmal mit. Oh, das ist so schwer, dass unser Motorrad das nicht mal angehoben kriegt. Unser Motorrad das nicht mal angehoben kriegt. Was ist, wenn ich das hinten anbringe? Hat das da irgendein... kann ich das da irgendwie mitnehmen? Nee, keine Chance. Schade, ich hätte das gerne an eine Waffe rangemacht, aber wir haben leider keine gute Waffe, an der wir das gerade anbringen können. Nee, leider nicht. Und in der Nähe ist auch keine Waffe, die wir gerade aufsammeln können. Da muss es halt liegen bleiben. So ist das los für nutzlose Teile. Sorry, Brudi. So gehen wir. Egal. So, oh, wir müssen zu Rot. Ganz vergessen. Da unten war nämlich noch eine Mine. Gut, tiefer, tiefer, tiefer. Da unten ist sie. Mal gucken, was wir da finden werden. Ich bin sehr gespannt. Mine im Seligtal. Sehr gut. Nice. Aber wir sind hier ja noch lange nicht fertig. Hier gibt es bestimmt noch ein bisschen was zu holen. Seht ihr, habe ich es nicht gesagt. Aber leider nichts für uns rausgesprungen, was irgendwie richtig hart von Wert wäre bis jetzt. Immer noch nicht. Leider nicht. Alles Abfall. Wenigstens eins. So, warte, Moment mal. Hier. Das sollten wir auch markieren. Hier ist ein Gegner. Weil die großen Gegner, die geben uns halt immer 20 Sonau-Energiekristalle. Ja, danke, Link. Rutsch einfach weiter runter. Du bist ein Genie. Danke. Sonst noch irgendwas hier? Ja, da hinten. Mhm. Dann einmal nach da hinten hin. Ich wusste doch, dass hier noch irgendwas ist. Die Frage ist, ob wir da was Gutes rauskriegen. Und ein großes Sonanium. Sehr schön. Gefällt mir. Mehr davon, bitte. Und sonst nichts. Alles klar. Damit sind wir hiermit fertig. Und jetzt in diese Richtung wieder. So, wo geht's jetzt hin? Oh, ziemlich weit weg. Auf dem Weg finden wir nichts. Dann geht's in die verlassene Hateno-Mine. Würde ich sagen. Alleine schon aus dem Grund, weil wir dann da gleich einkaufen können. 100 mehr Sonau-Energie, also 130 Sonau-Energie-Kristalle mehr. Das ist gut. Akimnas, so, und ich sehe hier, ich habe hier zwei Sachen gesehen, glaube ich. Oder war das nicht hier?
Ach nee, das war, weil wir uns von hier teleportiert haben. Okay. Hier hätten wir auch noch hingekonnt, ich Mongo, ne? Aber ich glaube, da waren wir. Da waren wir sogar safe. Oder auch nicht. Nee, da waren wir noch nicht. Ich markiere das mal. Wir kaufen jetzt erstmal kurz ein. Die verlassene Hateno-Mine. Ja, hier können wir wieder fett einkaufen gehen. Alles. So, einfach 130 mehr. Sehr schön. Und die nehmen wir auch noch mit. Danke. So, dann teleportieren wir uns mal hier nochmal hin. Ich bin mir unsicher, ob wir das da hatten. Sonst haben wir einfach 20 Sonau-Energiekristalle verpasst. Und das muss nicht sein. Gut, da müssen wir einmal hinfliegen, ganz schnell. Alter, komm schon. Los geht's. Nein, das hatten wir nämlich noch nicht, ganz genau. Sehr gut. Geil! Unser Motorrad ist leider irgendwo hingeflogen. Ach, das liegt direkt da. Ja, nice. Bringt uns aber eh nichts, weil wir uns gleich wieder teleportieren müssen. Egal. Rein hier. Neunhundert fehlen uns noch. Und wir können aber noch 400 bekommen. Das heißt, 500 insgesamt fehlen uns noch. Also 400 insgesamt fehlen uns noch. Das ist richtig gut. Wir sind fast fertig mit dieser Scheiße, Alter. Wenn ich das richtig gerechnet habe. Lasst uns hoffen, dass ich in Mathe besser bin als im Spiel. Sehr gut. Wieder zurück. Bei der Akimnas-Wurzel. Gut, hier waren wir überall. Ich wollte nur noch mal sicher gehen. Jetzt müssen wir zu grün. Let's go. Diesmal konnten wir noch nicht mal alle Punkte abhaken. Aber grün nehmen wir noch mit. Wäre auch noch schön, wenn wir noch mal eine Waffe finden würden, die wir upgraden können. Oh, nice. Wo man von Teufel spricht, ne? Ist jetzt erstmal egal, ob es eine Reiselanze ist. Wir brauchen Waffen. Auch wenn es nur 28 ist, zum Kämpfen reicht es. Oh, komm, Link, Alter. Wirklich? Oh, du bist so ein Mongo, Bruder. So, runter da. Dunkelheit, ne? Tschüss. Ach, Wetten, die können wir nicht mitnehmen. Doch, nice. Sehr gut. Hier ist es tatsächlich noch sehr dunkel. Das gefällt mir. Sehr gut. Einmal großes Sonanium. Ja.
Geil. Ein zweites Mal noch großes Sonanium. Damit können wir fast 600 Punkte wieder machen. Nice. Wir kommen gut voran. Gerade in diesem Part haben wir echt viele Sonau-Energiekristalle gesammelt. Damit können wir 500 Punkte uns schon wiederholen. Nee, fast. 5 großes Sonanium fehlt uns noch. Ich habe mich verrechnet hier gerade. So. Das war alles. Gut. Leute, dann würde ich sagen, ich beende den Part an der Stelle. Ja. Im nächsten Part geht es hier weiter. Wir werden weiter Sonau-Energiekristalle farmen. Ihr kennt das. Und vielleicht auch uns dem einen oder anderen Bossgegner wieder stellen. Gucken wir mal. Ich bedanke mich an der Stelle fürs Zuschauen bei euch. Like dieses Video, abonniert den Kanal für mehr The Legend of Zelda Content oder wenn ihr mehr von mir sehen wollt. Genießt noch euren Tag und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Part wieder. Bis dann!